Lernen wir also den jungen Mann mit der Geige kennen, der in Norwegen längst ein Superstar ist. Bei uns erscheint Ende der Woche sein neues Album. Ja, wer spielt denn da? Ist er es? Ist er es nicht? Verwirrung in der Kölner Fußgängerzone. Ja, er ist es. Alexander Rybak, der junge Norweger, der vor gut einer Woche die Herzen der Europäer im Sturm erobert hat. Und vor dem kleinen Auftritt in der Fußgängerzone hatte er fast mehr Bammel als vor dem Millionenpublikum beim Eurovision Song Contest. Das ist bestimmt 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Aber die Leute haben angehalten und geschaut. Das heißt, sie kennen mich vom Eurovision Song Contest oder sie sind einfach nur neugierig hier in Köln. Es war dieser Auftritt in Moskau, der Alexander Rybak an einem Abend europaweit berühmt gemacht hat. Sieger des Eurovision Song Contests mit 387 Punkten, so viel wie noch nie. Ein überzeugender Auftritt und das, obwohl er im normalen Leben doch eigentlich ganz schön schüchtern ist. But I try not to be shy on the scene. Ich versuche auf der Bühne meine Schüchternheit zu vergessen. Schließlich zahlen die Leute Eintritt, um mich zu sehen. Deshalb muss ich mal meine Zurückhaltung ablegen und den Leuten etwas geben. Seinen Song Fairy Tale kennt inzwischen fast jeder und auch eine kleine Fangemeinde versammelt sich schnell um ihn herum, begeistert, wenn auch nicht ganz textsicher. I'm in love with a fairy tale. Ja, weiter kann ich nicht. Ich mag den, ich mag sein Lied, das ist voll schön. Total nett und total süß, also echt, ich bin überrascht. Kommt auch total hautnah, ne? Geduldig erfüllt Alexander Rybak jeden Autogrammwunsch. Es sind vor allem Mädchen, die sich mit ihm fotografieren lassen wollen. Doch, tut uns leid, für eine Freundin hat er momentan keine Zeit. Es wäre von mir sehr egoistisch, wenn ich eine Freundin hätte, denn ich bin immer unterwegs und ich würde ihr versprechen, dass ich sie anrufe. Dann aber hätte ich keine Zeit anzurufen, das wäre gemein. Also bin ich Single. So of course, I'm, yeah, single. Auch den deutschen Beitrag hat sich Alexander Rybak übrigens ganz genau angeschaut. Und ihm fällt schon der ein oder andere Grund ein, warum es für uns nicht so gut lief. Ehrlich gesagt, die Leute sollten daran denken, dass es sich um eine Familiensendung handelt. Vielleicht solltet ihr nächstes Jahr die Striptänzerin lieber weglassen. Mit etwas Glück können wir Alexander Rybak nächstes Jahr für Deutschland verpflichten. Mit unseren Liedern hat er sich immerhin schon mal vertraut gemacht. Nicht schlecht. Eine öffentliche Schlammschlacht haben wir noch um das muntere Eheleben von Silvio Berlusconi und seiner Frau Veronica in Italien.